was das ist? Ich weiß, dass das eine Geisterfalle ist. Ja, ja, aber weißt du, was das für eine Geisterfalle ist? Ist das eine Kabellose? Das ist ein Räuchermännchen. Da machst du ein Räucherding rein und dann raucht das aus dem Ding raus, als ob du gerade einen Geist gefangen hast. Das ist mega. Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf eurem absoluten Lieblingskanal für 360 Grad geisterhafte Unterhaltung. Wir sind die Geistermobber. Wir sind zurück mit einer neuen Doku über Geister. Aber wer bist du denn? Genau, Olli, hast du dir die Frage eigentlich schon mal gestellt? Es geht hier philosophisch gleich ganz wild zur Sache. Sie stellen die wahrscheinlich am schwersten zu beantwortende Frage überhaupt. Zwei Sekunden drin. Fand ich aus dem Chat übrigens gerade stark. Sinnkrise. Begrüßen Sie übrigens an dieser Stelle Olli, Flo, korrekt, und der Kollege Geisterpaule. Außerdem wird dieses fantastische Video gesponsert von dem Max einen 13 einzigen 82 000 13 8 2000. Vielen Dank. Let's go. Kannst du uns sehen? Was war das für eine Puppe? Wir gehen davon aus, dass diese Seelenwelt. Aber wer bist du denn? Hä? Entschuldigung, ich musste ganz kurz zurück, weil es bei mir kurz gehakt hat. Ah ja, okay, ich war kurz verwirrt. Kannst du uns sehen? Nein, das ist eine Puppe, die kann nicht gucken. Wir gehen davon aus, dass diese Seelenwelt eine Energiewelt ist. Man cool. Weiß, dass immer irgendwer um einen rum ist. Das muss man ausblenden. Sonst mache ich mich wirklich... Das macht man, das blendet man nicht aus. Das sind Stalker und die zeigt man an. Hm. Ich verrückt. Jetzt schon wieder Bock auf die ganze cranky Technik, dann die, halt die Ängste benutzen. Und das sind dann die Leute, die uns anschreiben. Ja. Hamburg. Ein leerstehendes Gebäude. Hier soll es spuken. Nicht Hamburg, Humburg. Eine Gruppe von Geisterjägern führt hier heute Nacht eine Untersuchung durch. Guck mal, da sind die guten Sachen drin. Was haben sie da alles? Mhm. Ich bin so neugierig. Die haben garantiert irgendwas. Wir waren. Die haben immer irgendwas, was Spektral im Namen hat. Ja, auf jeden Fall. Die haben immer garantiert irgendwas dabei, was Spektral im Namen hat. Ja, ja. Und ein Meter. Ja, muss sein. Garantiert auch ein Meter. Vor geraumer Zeit schon mal hier oben in dem Haus und haben dort einige Sachen auch erlebt. Also unterschwellig, nichts Großes, aber das hat doch Fragen aufgeworfen. Hast du Jujutsu Kaisen gesehen? Deshalb sind wir wieder hier. Ist auch interessant. Die sind schon in der Schule, ne? Ich bin mir sicher, irgendeiner von denen schluckt einen Finger am Ende der Doku. Die sind in so ziemlich jeder Schule, die es gibt, glaube ich. Der Ort. Unter anderem war es im Krieg ein Lazarett. Und das interessiert uns natürlich ungemein, weil dort sind Emotionen geflossen. Es wurde vielleicht gestorben auch, ich weiß es nicht. Und vielleicht. Insofern sehr interessant. Vielleicht war es auch ein extrem gutes Lazarett und niemand ist gestorben. Gestorben wird immer. Paranormal oder so. Wir werden die Gruppe mit unseren Kameras begleiten. Spurensuche. Wir wollen wissen, ob es Geister gibt. Filter, Alter. It ain't no Geister-Doku ohne grüne Kamera, ja, ich sag dir. Wo kommt das denn eigentlich her? Das sieht immer nach Nachtsicht aus. Olli, ja. Nachtsicht. Ja, alles klar. Erste Kontaktaufnahme. Gibt es hier unsichtbare Bewohner? Wir wollen uns dem Haus vorstellen. Es ist ja nur nett, wenn man Besuch bekommt. Nett. Dass man sich auch vorstellt, guten Tag sagt und Der Teddy. Ja. Schüttelt man an der Türklinke? Der Teddy soll ein Spielzeug für die verstorbenen Seelen sein. Er leuchtet nur bei Berührung. Hallo, ich bin die Gössi. Wir stellen heute wieder viele Fragen, wie das letzte Mal auch. Und es wird uns sehr freuen, wenn ihr Er leuchtet nur bei Berührung? Mhm. Ist der nicht gerade abgegangen wie Sau? Nee, der ist aber, der ist mittlerweile besessen von einem Touchy-Touchy-Geist, der alles anfassen muss. Ich bin auch so, ich kenne das, ich laufe durch Läden und muss immer alles anfassen. Und der ist besessen von so jemandem. Hä, aber hast du nicht gesehen? Der leuchtet übrigens nur bei Berührung. Ja. Und alle drumherum interessieren sich Scheiß. Spektralberührung. Vielleicht. Mhm. Uns auch antwortet. Daniela Hormann, alias. Wird gemessen mit dem Berührometer. Berührometer. Spektralberührometer. Man könnte jetzt versuchen, den Teddy als Sprachrohr zu benutzen. Ne? Und vielleicht, wenn das eine Ja-Antwort ist, auf unsere Frage. In der Mitte ist aber auch nur da, weil es Bier gibt. Okay, wollen die Teddy Frage, jetzt. Könntest du den Teddy berühren? Als Ouija-Board benutzen. Ist das okay für dich?
Bist du hier vom Haus? Hast du hier eine Verbindung zu dem Haus? Okay. Ja, nochmal, ja. Hattest du einen Verwandten, einen Ahn hier im Haus? Aber wir bleiben jetzt erstmal ganz ruhig, weil... Wer von denen hat die Fernbedienung? Wer? Also jetzt mal wirklich, wer von denen... Achtet alle auf die Hände. Wer, wo ist ein Leichter? Hier, sowas reicht schon. Sowas würde schon reichen. Oder einer, der die Hand in der Hosentasche oder Jackentasche hat oder so. Im Moment hat der Teddy zwar geleuchtet, aber es war nicht hundertprozentig eindeutig. Oder ist an auf was? Manche Fragen kam das Leuchten doch etwas spät. Und wir wissen ja auch nicht, ob jetzt die Diktiergeräte auch schon was aufgenommen haben, was wir später erst bei der Auswertung hören zu Hause. Denn wenn da so zwei Sachen dann zusammentreffen. Aber auf alle Fälle war es erstmal spannend. Teddy hat geleuchtet. Wir haben uns mit einem breiten Spektrum an Geräten eingedeckt, weil man ja das Telefon Spektrum. Zur anderen Seite, wir suchen es ja noch und wissen ja nicht was. Zum Beispiel Mikrowellen oder... Wir machen jetzt ein Trinkspiel, Freunde. Jedes Mal, wenn wir das Wort Spektrum hören, müsst ihr einheben. Ja, jedes Mal. Elektromagnetische Feldmesser, Statikfeld, Temperatur... versuchen wir halt, alles einmal abzudecken, sowie auch mit den Kameras dann aufzunehmen. Über 5.000 Euro haben sie in die Geräte für die Geisterjagd investiert. Mein Licht flackert. Vieles ist selbst gebaut sogar. Ich kann mir gut vorstellen, dass schon wieder brennt. Oh, was? Oh Gott! Dass wir das Gerät hier einsetzen, das ist, ich glaube, das ist meine Frau im Regler. Da kann man auch Statikfeldplatten zu Plates hinlegen, die verbindet man wie eine Spinne, da legt man Sachen drauf und wenn... Digga, mit der Box, die da steht und andere Dinge war eindeutig eine Endstufe, der will seinen Golf ausbauen. Ja. Ja. Das ist alles, was ich da erkenne. Wer es vielleicht von der anderen Seite anfassen möchte, der geht da hin und durch diese Änderung im Statikfeld reagiert das Gerät dann im Endeffekt. Versuchsaufbau. Köder für die Geister. Halt! Gott, was ist das denn? Um der anderen Seite Möglichkeiten zu geben, Dinge zu bewegen. Und deswegen sind die auch dorthin mit der Kamera. Es ist kein Wunder, dass da Spukwelle so eine fucking Gruselpuppe hinlegst. Überwacht. Die denken, es spukt überall, wo sie hingehen und sie dokumentieren das. In Wirklichkeit ist diese Puppe aber besessen und die nimmt, weißt du? Das ist einfach. Dass man das denn sieht. Wie sich das von allein, dass es keiner von uns ist. Und das ist auch ein Ball aus dem Haus, also der hat auch einen Bezug zu dem Haus. Und deswegen ein Hausball. Haben wir den nochmal hingelegt. Natürlich. Laut wissenschaftlichen Auswertungen haben 3 von 4 Deutschen in ihrem Leben mindestens einmal eine paranormale Erfahrung. Stimmen, Schritte, Geräusche, das Verrücken von Gegenständen. Die Gruppe sucht Beweise für diese Phänomene. Wie sind da die Parameter für Begegnung? Wir sagen aber auch nicht, was wir da hören, weil das würde die anderen beeinflussen. Ne, das macht der Kopf dann wieder, ne? Das höre ich auch, ne? Das kennen wir alle. Wenn das so leise ist und nicht im Kontext zu irgendwas ist, hat das ja auch keine Relevanz. Also es bringt uns nicht weiter. Als wenn's wirklich ja, ich ein gutes Beispiel, wo man zweimal hören würde, ist so, aber eigentlich sind das... nur die Jacken. Hast du gesehen, dass sie ein Fatality-Headset auf hat? Gesehen. Wenn sie aneinander reiben. Lol. Der sagt nicht, ist so. Der sagt nicht, ist so. Der hat Zirkel gesagt. Hör mal hin. Aneinander reiben. Nochmal. Zirkelsuppe. Zirkelsuppe, sagt er. Ja. Wenn sie aneinander reiben. Zirkelsuppe. Ja. Eindeutig. Cirque du Soleil? Ja, kann auch sein. Zweimal ist so, ne? Zweimal. Das ist aber, genau, das ist aber, wenn Jacken, genau, wenn sie sich jetzt zum Beispiel bewegt. An dem Lazarett sind echt viele Leute gestorben, weil jeden Dienstag gab es Zirkelsuppe. Jacken halt so. Das ist hier jetzt zum Beispiel der Fall. Man könnte das jetzt benutzen und sagen, da hat jemand ist so gesagt. Genau. Zweimal hintereinander. Aber im Endeffekt wissen wir ganz genau, dass Zirbeldrüse können auch sein. Ne? Und so, wir wollen uns ja nicht selber veräppeln. Wir wollen ja. Das passte gerade. Genau, das ist,
Wir wollen uns ja nicht selber hier faken. Erstes Experiment ohne Ergebnisse. Normal für Geisterjäger. Ich muss immer wieder, also ich frage mich einerseits, machen die das hauptberuflich, also verdienen die damit ihr Geld oder ist das eine Freizeitbeschäftigung? Ich bin als jemand, der das sind alles Laper. Ich bin als jemand, der doch sehr viel arbeitet, immer wieder erstaunt, wie viel Freizeit manche Menschen haben. Es ist wirklich unfassbar. Also es ist für, ich weiß nicht, ob da jemand relaten kann, aber für mich ist dieses Level von Zeitinvest hier ist unbegreifbar, wirklich. Absolut. Ja, aber das liegt einfach daran, Digga, dass wir keine Hobbys haben. Das stimmt nicht. Ich habe Milliarden von Hobbys, die ich nicht bedienen kann. Richtig, verstehst du? Ja. Aber das haben wir mit nicht. Augen wir haben nicht Hobbys, Digga, wir haben Interessen. Wenn Hobbys zu Interessen werden. Ja. Schallschutzkopfhörern soll jetzt Kontakt aufgenommen werden, ohne technische Hilfsmittel. Wir machen mit. Mein erstes Mal war auch, da bin ich eher unruhiger geworden, da musste ich abbrechen. Okay. Pochen oder so hört man schon, aber ansonsten hört man nichts. Ne? Das ist einfach, um sich mal selbst wieder zu sammeln. Ja. Okay? Und wir überwachen das einfach mit einer Kamera. Du kannst auch jederzeit sagen, du Dani, das ist mir zu blöd. Ja. Ich gehe, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wenn man das erste Mal macht, kann das auch einfach, da kann es auch sein, dass du einfach Unruhe kriegst. Ja. Ne, also so ist das denn im Raum. Also wenn du die Augen aufmachst, dann bist du nicht im Stockfinsteren. Man kann sich halt besser konzentrieren, wenn man die Augen... Ja, genau. Also wenn man halt nichts sieht und nichts hört, dann konzentriert man sich halt viel besser. Ja. Okay, Freunde. Einfach die Augen ausstechen. Easy. Aber warte mal kurz. Ist nicht genau das Gegenteil der Fall? Wenn du so eine absolute Deprivation hast und du hast so eine Sinnesdeprivation, fängt dann nicht an, dein Gehirn sich ultra krass schnell Dinge einzubilden? Einbilden? Ja, das kann gut sein, ja. Also wenn du Sachen nicht absolute siehst, ja, Ruhe, dann... Absolute Ruhe, also deprivieren heißt ja wirklich nichts hören, nichts sehen. Komplettes Blackout. Ja. Und das ist ja schon der ganze Trick. Dein Gehirn fängt ja sofort an zu arbeiten und sich Sachen einzubilden. Du fängst ja regelrecht an zu halluzinieren. Flo, wir wissen ja als Geistermobber, woran das liegt. Das liegt ja daran, dass du dein Hirn isolierst, ja, und damit deine Zirbeldrüse empfänglich machst für spektrale Erlebnisse. Und das ist halt so, wir in unserer modernen Gesellschaft, ja, mit all dem Lärm von Autos und Menschen, hören das halt nicht mehr. So. Verstehe ich. Ja. Macht Sinn. Ja. Absolut. Danke. Danke, Olli. Jetzt habe ich jetzt verstanden. Vielen Dank. Ich danke. War alles wissenschaftlich belegt. Ja. Übrigens. Ja. Habe ich bei Joe Rogan gehört. Nee. Ich habe nur so eine einfache. Tiger. 20 Minuten Konzentration auf die eigenen Sinne. Eine Kamera im Raum beobachtet die Sitzung. Ich würde einschlafen. Irgendwann habe ich dann richtig also eine bestimmte Berührung quasi. Also nicht, dass irgendwer einfach an mir vorbeigegangen ist, sondern wirklich, als hätte mich kurz jemand gegriffen am rechten Arm. Und ich dachte halt, ihr wärt das gewesen. Aber ihr wart nicht im Raum. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Ich denke noch drüber nach, aber es war nicht unheimlich. Also ich hatte keine Angst in dem Sinne, was man ja denken könnte. Und eigentlich war es eher eine positive Erfahrung als eine negative. Wieder jetzt. Die paranormalen Untersuchungen. Das ging irgendwie an mir vorbei. Ist sie jetzt die Neue in der Gruppe oder ist sie da Reporterin? Praktikant. Nee, ich glaube, sie ist tatsächlich die Journalistin, oder? Von der Nordreportage, kann das sein? Ja, das ist das, was ich mich gerade frage, ja. Untersuchungen bestehen aus mehreren Experimenten. Die Ghostbox kommt zum Einsatz. Die Ghostbox! Was ist die Ghostbox? Oh, warte! Ich habe jetzt hier einmal wieder die Augenmaske, damit ich euch und... Ich muss kurz an meine Frau, das geht an meine Frau. Ich habe ja gestern was bekommen. Falls du mir das bringen könntest. Vorgestern. Das brauchen wir jetzt. Danke. Die Umgebung nicht sehe. Bin neugierig, aber ich habe auch heißt, so ein bisschen Angst. Beeinflusst, genauso wie die Kopfhörer jetzt, die an der Ghostbox angeschlossen sind. Und das Rauschen ist halt sehr laut. Das heißt, ich höre euch eigentlich. Das heißt, ich sehe und höre nichts von hier. Und wird auch nicht beeinflusst, was die... Vielen Dank.
Ich würde dich jetzt gerne im Lurk genießen. Ja, es tut mir leid. Vielen Dank, aber wir brauchen, das ist wichtig. wir brauchen auf jeden Fall unsere Geist. Ich muss das ganz kurz zeigen, ich hab zu Weihnachten bekommen. Das ist halt ist legit ja eine. Mega geil. Weißt du, was das ist? Ich weiß, dass das eine Geisterfalle ist. Ja. Ja, aber weißt du, was das für eine Geisterfalle ist? Das ist. Ist das eine Kabellose? Das ist ein Räuchermännchen. Da machst du ein Räucherding rein und dann raucht das aus dem Ding raus, als ob du gerade einen Geist gefangen hast. Das ist mega. Gestern bekommen. Vorgestern. Und ich habe auch eine kleine Version hier. Schau kleine mal. Kleine Geister. Für kleine Geister, aber die kann halt wirklich Geister fangen, siehst du? Blinkt, weil ich schon einen gefangen habe, aber es funktioniert so. Ja, fängst halt einen Geist. Darfst halt nicht direkt in den darf ich reinschauen? So, und das habe ich gefangen. Oh, warte, laut. Ist er gefangen hier. So, also, falls uns Geister auf den Sack gehen, kein Problem, Geisterfall ist am Start. Das ist ja fantastisch. Mega, oder? Jetzt riecht es nach Räucherstäbchen. Digga, lass mal aus der für Räucherzeug, lass daraus mal was zu Jiffen bauen, Alter. Bin ich am Start. Mega. Aber übel gut. Ja. Sehr gut. Ach, toll. Aussagen aus der Ghostbox angehen. Ghostbox. Und ganz wichtig, wenn ihr Fragen auf eurem Bauch habt, fragt einfach raus damit. Ja, danke. Okay, also von mir aus kann es losgehen. Im Schnelldurchlauf geht es durch diverse Radiofrequenzen. Irgendwo zwischen dem lauten Radiogeplapper versucht Gössi, Worte aufzuschnappen. Die könnten aus dem Jenseits stammen. Könnten. Die könnten aber auch vom Nachbarhaus kommen. Hallo. Wir oder von dem dicken Trucker zwei Autobahnabschnitte weiter, der sich gerade ein bisschen rohe Schweineleber in seine Teekanne gepackt hat. Ich höre ein Schmatzen und ein Stöhnen. Ich glaube, da leidet jemand. Und du darfst. tatsächlich, das, was die da benutzen, wir haben das bei unserer letzten, falls ihr das React nicht gesehen habt, sucht das gerne mal auf YouTube, da habe ich diese App ausprobiert. Es gibt ja so eine App, die angeblich ja auch so Geräusche auf. Wir haben uns das angehört, es ist tatsächlich, ist das einfach Bullshit. Also das ist wirklich ganz grober Bullshit, das ist irgendein scheiß Algorithmus, der irgendwelche Sounds durcheinander mixt und fertig. Ja. Also das ist absoluter Quatsch. Und ich habe gehört, dass das Gleiche ist, was die da benutzen. Ich würde gerne alles fragen. Was ist das? Erkenne die Sounds nämlich wieder. Knall. Und wir sitzen jetzt und geben dir die Möglichkeit. Der nächste bitte. Mit uns zu sprechen. Eine tote Kassiererin. Aber wer bist du denn? Hören. Name würde uns auch helfen, dass wir dich ansprechen können. Antworten. Name immer würde wieder uns auch helfen. Schätzen. Die sind übelst passiv-aggressiv, ja, alle, schon, Alter. Ne? Was soll denn das? Wieso sind denn die jetzt so? Übliche Antworten auf die gestellten Fragen. Gössi hört. Gössi hört. Was ist der Grund, warum das so durcheinander erscheint im Moment? Was meint ihr? Fühlt sich Gerät voll, ist kaputt. Niemand ist so recht angesprochen. Ja. Oder es wollen viele was sagen jetzt. Also das sind mal so zwei verschiedene Möglichkeiten. Wie viel seid ihr hier oben gerade bei uns? Ich glaube aber wirklich, das, was du vorhin gesagt hast, also je öfter ich sowas sehe, umso mehr glaube ich daran, das sind einfach die krasseren Laper. Weil das bei denen gibt es nicht diese Grenze zwischen, wenn wir beim Larp sind, dann sind wir im Larp im Rollenspiel und außerhalb können wir auch übers Larp reden. Ich glaube, bei denen ist wirklich einfach das Level von Commitment ist einfach dauerhaft im Rollenspiel. So, ja. Also auf einem Level, ja. Ja. Wenn wir 20 Minuten haben wir. Kurze Pause machen für Gössi. Warum heißt der Gössi? Kurze Pause. Das Filtern von Worten kostet Kraft. Oh, meine Brille. Ja gut, das ist immer recht anstrengend, weil man sich sehr auf dieses ganze Mach doch ein bisschen leiser. Gewursche da auf den Ohren konzentrieren muss. Aber ja, es war diesmal auch das recht viel im Hintergrund gesagt wurde, was recht schwer zu verstehen war. Ich weiß nicht, ob das jetzt gepasst hat oder nicht. Oder das könnt war, ihr mir bestimmt sagen. Nee, das war relativ viel, aber zusammenhangslos. Im ja, so wie vorhin, ne? Ja. Wie immer. Genau. 4 Stunden später. Vier Keine Stunden? Keine klaren Ergebnisse. Bruder. Für heute reicht's.
Das ist doch voll ätzend. Verabschiedung. Auch die feinstofflichen Wesen auf der anderen Seite wollen respektiert sein. Vielen Dank, dass ihr es versucht habt, mit uns zu sprechen. Auch wenn wir nicht immer alles gleich verstehen konnten. Vielleicht bringt in der Auswertung da noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Die Static-Maus schlägt an. Zu Hause bei Daniela und Frank Werner. Stundenlang werden hier Kamerabilder und Tonspuren der paranormalen Untersuchungen ausgewertet. Ich frage mich übrigens aus der Szene gerade davor. Das kann jetzt vielleicht ein bisschen blöd rüberkommen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als das so angefangen hat mit Gössi, die haben sich, glaube ich, erst angefangen, bei Geistern vorzustellen und zu entschuldigen, dass sie da waren, als Frauen in die Gruppe dazu kamen, glaube ich. Ich glaube, dass dass dieses sensible Umgehen mit dem Geist, diese Vernunft, ja, zu sagen, komm, wir sagen Hallo und wir entschuldigen uns, das muss einfach, das muss weiblicher Intelligenz entsprungen sein. Okay. ich kann mir nicht vorstellen, dass Gössi das vorher schon gemacht hat, aber das, maybe it's just me. Analyse ihrer Ergebnisse. Ist Gössi nicht die Blonde? Ist Gössi eine Frau? Ich dachte, Gössi war ein Typ. Ich dachte, Digga, die Assoziation in meinem Kopf war Alkohol trinken, Gösser muss ein Typ sein. Lol, ich dachte die ganze Zeit, Gössi ist die Blonde, die einen auf Medium macht und die Gruppe da anführt. Ach so. Nee, okay. Das kann sein. Das ist die, die alle ins Verderben gaslightet, Alter. Das kann natürlich sein. Wir hatten die Situation noch, dass wir zum Anfang, als wir das Haus begrüßt haben und die andere Seite begrüßt haben, dass wir an der Treppe dort saßen und Teddy fing an zu leuchten, hatten wir die nur. Ne? Und da haben wir doch rumgetrampelt, wie bescheuert und sowas, um zu sehen, was könnte vielleicht die Vibration ausgelöst haben dort. Ja. Und da war nichts. Und jetzt kam just dort ein EVP. Und wir haben, EVP. Oder währenddessen. Während der Untersuchung, genau. Und hört mal genau hin. Was wir hören, also jetzt mit unserem Ohr, Zweifel. Nochmal bitte. Ganz zu Anfang. Hey, da hat sich irgendjemand unterhalten. Ja, wenn ich weiß, dass es Zweifel heißen soll, dann baut sich das mein Verstand so zusammen. Genau. Das ist total interessant. Wir können nur sagen, dass es. Hey, war das nicht? Ist es nicht viel einfacher zu sagen, dass ein verängstigtes Kind, das fragt, was ist, ist das und dann wieder geht? So als Wortfetzen? Ja. Also es klingt für mich. Wäre das nicht. Das viel sinnvoller zu sagen, das ist ein Lazarett gewesen im Krieg, wo ein Teddybär auf der Treppe sitzt und du hast diese Stimmaufnahme, die vorher niemand gehört hat und da ist legit ein Kind zu hören, was einfach sich diesem Teddy nähert, fragt, was ist, ist das, sich dann beobachtet fühlt und wieder abhaut. Das ist eine Story, da kriegst du Gänsehaut von. Das ist was, das kannst du erzählen und nicht, hörst du da auch das Wort Zweifel? Nein! Wir wären die viel besseren Geisterjäger, Alter. Wir würden das viel cooler aufziehen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde das auch alles bearbeiten. Aber mir hörst du dann, Digga, in der Aufnahme Digga, du weißt, wie ich in Rollenspielen aufgehe. Ja, ich, absolut. Wenn ich da mitmache, kommt die Hälfte der Gruppe nicht lebend raus. Ist wahr. Ja? Ja. Herzinfarkt, it is. So unterschwellig eben, dass man das vermuten könnte. Wir sind da ganz vorsichtig. Ja. Aber es würde passen auf die Situation zum Beispiel. In den vergangenen 15 Jahren hatte die Gruppe auch schon deutlichere Ergebnisse. Ein Ball rollt, wie von Geisterhand berührt. Der Ball rollt. Hast du gesehen eben? Nee, ist dunkel. Und ihr könnt versichern, es war nicht in irgendeiner Form manipuliert. Keine kleinen Fäden. Nix. Also wir kein ferngesteuerter Ball. Nee, würden das, wir jetzt. Das kann schon das Weltbild von den normalen Zuschauern durcheinander bringen. Ne? Wir nehmen das einfach hin. Also wir registrieren das. Ist wahrscheinlich Achim gewesen, der wirklich mal den Ball, nachdem er uns sogar noch erzählt hat, sind wir bereit für mehr. Vielleicht wollte er uns die Angst nehmen oder sowas, keine Ahnung. Und ist das im Schnitt verloren gegangen? Aber wer ist Achim und wer ist bereit für mehr? Ist Achim so Geist, der eigentlich auf dem Weg zum Pegging war und sich im Krankenhaus verurteilt? Das ist eine ganz andere Geschichte gerade. Das ist Doku 2 über den Swingerclub. Ich verstehe. Achim
ist real, weil das war der Sohn, ach so, ein berühmter Philosoph geworden in Hamburg, von dem Chefarzt, der dort gearbeitet hat. Alter, die Katze. Aber das muss einem keine Angst machen. Die schwarze Katze. Und auch mit dem Gedanken, man weiß, dass immer irgendwer um einen rum ist, das blendet man, das muss man ausblenden. Ne, wenn man weiß, für sich, genau, so wie man eine neue Sprache lernen muss, die Vokabeln immer wieder wiederholen, muss man hier sich dann bewusst machen, ich lebe jetzt hier und ich blende das jetzt aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, da wird eine ganze Menge ausgeblendet. Sonst mache ich mich verrückt. Sonst mache ich mich wirklich verrückt. Also mich beschäftigt schon, seitdem wir die Untersuchung gemacht haben, die Idee, dass tatsächlich noch andere Wesen um uns rum sind, die ganze Zeit und uns beobachten, dass die mit uns in einem Raum sind. Das, da habe ich so meine... Bruder, das willst du nicht. Hast du mal Konstantin gelesen? Oh! Oder geguckt? Ja. You yep. don't want that. Yep. Denke ich viel drüber nach. Und schlafe auch deutlich schlechter. Alle Mitglieder der Gruppe haben selbst schon paranormale Erfahrungen gemacht. Ein Leben nach dem Tod für die Geisterjäger selbstverständlich. Dani ist Krankenschwester. Sie arbeitet mit Intensivpatienten. Der Tod bei Daniela gehört ihr zu. Alles klar, 100% Coping Mechanism. Mhm. 100%. Easy. Ich habe das zuerst gehört. Ich muss auch mal die Frage stellen. Haut mal bitte eine 1 in den Chat oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr Teil dieses urbanen Mythos seid und euch ein Verwandter oder ihr selber schon mal erzählt hat, dass sie dabei waren, als jemand im Krankenhaus verstorben ist und sich die Bettdecke von selbst bewegt hat. Wer hat so eine Story schon gehört? Ich habe sie nämlich relativ häufig gehört, tatsächlich. Bin mal gespannt. Da sind ein paar Leute auf jeden Fall bei. Weil derjenige aber bis zu seinem Tod, Olli, der Digger, derjenige hatte bis zu seinem toten Ständer. Wahrscheinlich, ja. Und dann ist die Bettdecke ganz langsam wieder gesunken, wie durch Zauberhand. Okay. Hat auch nichts damit zu tun, dass Mandy die sexy Cousine mit im Raum war. Guck mal, hier zum Beispiel nämlich, deswegen komme ich auch gerade wegen dieser Krankenschwester-Assoziation. Scarina sagt, bin Krankenschwester, das wird oft erzählt. Das ist witzig, das habe ich nämlich auch gehört. Und ich habe auch mal gelesen, tatsächlich, dass das mal versucht wurde, wissenschaftlich zu erklären. Und am Ende, das fand ich dann sehr lustig im Kontext, Kontrast, weil die Leute sich das so erzählen, sagen, boah krass, die Seele ist aus ihm raus und in den Himmel. Gelesen, man vermutet, dass das von entweichenden Gasen kommen könnte, die halt, ne, Muskeln entspannen sich und so. Ja. Was ich viel lustiger finde. Aber gut, naja. Ja ich sag euch, dazu. Sterben ist eine richtig würdelose Angelegenheit einfach. Ja, ist es. Das Normale ist jetzt nicht die ganze Zeit in meinem Leben präsent. Was aber durch die Arbeit unheimlich passiert ist, ist, dass ich mehr auf die kleinen Dinge achte. Ich sehe viel mehr mal so eine Blume am Straßenrand, die mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Also ich achte so auf Kleinigkeiten. Ich genieße das hier und jetzt viel öfter, als ich es früher gemacht habe. Alle 4 bis 6 Wochen macht die Gruppe eine paranormale Untersuchung. Der Drang nach Kontakt zur Anderswelt, zur Kommunikation mit den verstorbenen Seelen, treibt sie seit 20 Jahren an. Also ich habe auch keine Angst vor dem Sterben, nur das Wie. Ich habe Angst vor dem Wie sterbe ich, nicht das Sterben selber. Davor habe ich keine Geil, Angst. Geil, sie hat so einen 4-farbigen Kugelschreiber. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt jedes Wochenende Bungee-Jumping machen oder Fallschirmspringen ohne Fallschirm. Also man lebt schon ganz bewusst und gesund und hält das Leben auch lang. Also Diggi, Fallschirmspringen ohne Fallschirm nennt man Fallen. Aber in dem Gewissen oder Wissen, es geht noch weiter, ist das schon toll. Das ist jeden Tag mehr Erlebnis, finde ich. Und was danach kommt, ist dann noch mehr. Und da freut man sich dann auch schon irgendwo drauf. Ja, man lebt das jetzige Leben viel, viel intensiver und setzt alles dran, dass es auch lange, lange so bleibt. Ja. Falls das hier übrigens jemand falsch verstehen sollte, ich würde es an der Stelle nur mal gesagt haben, ne? Wir nehmen das ja alles sehr lustig. Wo du gerade sagst, ne, dass wir solche Leute nicht ernst nehmen können. Absolutes Gegenteil ist der Fall. Ich finde, es ist so leicht, sich auch darüber lustig zu machen, in Anführungsstrichen, weil ich kann mich extrem gut reinversetzen. Ja. Ich bin der absolut größte Fan, mich komplett, ich habe das früher schon gemacht und ich liebe das bis heute, mich komplett in Gruselgeschichten reinzusteigern. Also richtig krass. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen,
Ich habe das auch früher immer hart übertrieben. Also ich habe dann richtig Pläne ausgeheckt, um Leute so richtig abzufacken bei so Gruselabenden und okay, so. Okay, okay. Also, wir also haben das, da bin ich wirklich, würde ich da bei so einer Gruppe mitmachen, du würdest nur träumen, ne? Ich würde den Scheiß aus diesen Abenden raus manipulieren. Das gab's damals bei uns. Ich wäre technisch so over the edge, Alter. Ich würde den die Hölle auf Erden, würde ich den bereiten. Ah, verstehe ich. Ich habe das damals bei uns auf einer Klassenfahrt in der 7. Klasse, haben die Mädels abends so eine Seance machen wollen. Ein Kumpel hatte sich unterm Tisch versteckt und gewartet, weil da war eine Tischdecke drüber und hat ihn halt einen Todesschock eingejagt. Das war sehr, sehr lustig. Erinnere ich mich heute noch dran. Naja. Tschüss. Viel Spaß. So. Ein paar Tage später, kurz vor Mitternacht, der nächste Einsatz für die Geisterjäger. Ehemalige Krankenhäuser, Heilanstalten oder Kriegsschauplätze sind besonders spukanfällig. Heute Nacht ist die Gruppe in der Hamburger Altstadt am Hafen. Der Gewölbekeller hat eine lange Geschichte. Eine Legende sagt, dass Störtebeker hier eingesessen hat. Hier war auch ein Weinkeller, also hier spielte sich auch viel ab. Dann war hier mal eine Kneipe drin. Für einen Themensprung. Ja, also Störtebeker soll hier eingesessen haben und es ist auch ein Weinkeller. Ja. Ja und? Was heißt das? Der Alkohol hat mehr Leute auf dem Gewissen als der Freibeuter, Alter. Also es ist unheimlich viel Geschichte hier drin. Das ist im Endeffekt unser Testgelände, wo wir Geräte getestet haben. Also jetzt nicht mit 90 Leuten oder so, aber mal hin und wieder hier unten gewesen. Unter anderem hatte ich damals ein Medium in der Gruppe und die hat natürlich das eine oder andere auch geschildert und erzählt. Und das war schon richtig spannend und schreckenweise auch, da standen einem schon ein bisschen die Haare zu Berge. Obwohl es ja keinen Spuk gibt, sage ich immer wieder. Ne? Also für mich ist das immer gescheiterte Kommunikation. Also wäre das einfach, denn wenn wir das Telefon zur anderen Seite schon gebaut haben. Man kann nicht kommunizieren. Vor allem in historischen Gemäuern erwarten die Geisterjäger Kontakt. Mhm. Bewegungsmelder sollen helfen. Du setzt dir die Kopfhörer auf und lässt einfach den Raum und die Stille auf dich wirken, so ähnlich wie meditieren, einfach nur runterfahren und dann einfach gucken, was kommt. Wenn ich euch gleich davon erlöse, zwischenzeitlich, wenn was ist oder sowas, wollen wir hier die Schulterseite machen? Alles klar, also die linke Schulter. Linke Schulterseite tippen wir euch an, alles andere ist dann... Er ist jetzt der Journalist, oder? Also er ist schon sehr typisch öffentlich-rechtlicher... Digga, Reporter, er ist oder? Way too into it, glaube ich. Schon, oder? Also ich glaube, er hat schon Bock drauf. Er hat selbst schon gesagt, er schläft weniger seit der ersten Begegnung mit der Gruppe. Echt? Er hat doch gerade an mir Rechner saß er doch. Ach ja, stimmt, ey. Er schläft seitdem auch schlechter und so, wo ich mir denke, Bruder, du bist way too into it, Alter. Mhm. Mach, dass du wegkommst, die haben dich. Ja. Bin gespannt, was wir jetzt nächstes hier auf den Ein Aufnahmen Mitglied hören. Ein Mitglied aus unserer Gruppe ist sogar schon mal gestorben. Kennst du dieses Opernding? Ja. Das ist so gut, Alter. Saufen. Nicht ich. Okay. Ja. Okay. So, die Brille ab. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Wir lassen uns auf ein neues Experiment ein. Was spüren wir mit verbundenen Augen? Wenn du bei mir das Licht ausmachen würdest und danach die Leute befragst und die sagen, ich habe ein Brummen gehört, fast so wie ein Knurren. Ich glaube, der Geist mag uns, der möchte nicht, dass wir hier sind. Was in Wirklichkeit passiert ist, Olli hat eine Augenbinde auf. Das war das, was passieren würde. Guck mal, ich finde es auch geil, dass sich tatsächlich irgendjemand gedacht hat, so einen Tiger auf so eine Maske zu drucken. Sieht bestimmt episch aus. Dann hast du da diese zwei kleinen Äuglein. Das sieht aus wie Derp himself. So. Er hat gepennt. Willkommen zurück. Sowas von. Er hat sowas Hast von gepennt. Irgendwas? Ja, ich hatte eigentlich nur einmal das Gefühl, dass sich rechts neben mir jemand hingesetzt hat. Nur. Irgendwas setzt sich neben mich. Das war ansonsten nichts. Nein, sicherlich kann natürlich das Gehirn einem das jetzt vorspielen, auch das Gefühl des Schattens. Also hier zieht das auch wie Hechtsuppe. Also das war mir unheimlich kalt an den Armen. Ja.
Teile des Gemäuers sind im Jahr 1209. So ein, also ich weiß, das ist, wie nennt man das denn, nicht Survivorship Bias, sondern Confirmation, nee, ich weiß nicht, also oder Self-Fulfilling Prophecy oder so, keine Ahnung. Wenn du sagst... Hast du noch ein paar Schlagwörter? Ich weiß halt nicht, wie man es nennt, aber dieses Ding, oh, es wird immer kalt, wenn Geister da sind. Das kennt man ja per se. Was ist, wenn das daherkommt, dass die halt immer in fucking Kellergewölbe rumsitzen, wenn sie nach Geistern suchen? Weißt du, wie nennt man das denn, wenn das eigentlich genau andersrum ist? Ich komm gerade nicht auf den Namen. Aber das ist der alte Irrtum, hier Konsens und Korrelation oder so ähnlich. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Errichtet worden. Der ein oder andere hat zwar einen kleinen paranormalen Erlebnisse auch im Leben. Und das ist dann also eigentlich was anderes. Ja, genau, Korrelation und Kausalität. Das ist toll irgendwie sogar oder so. Ne? Also, Dankeschön. Aber bei dem einen oder anderen bauen sich halt die Ängste auf. Und das sind dann die Leute, die uns anschreiben. Ne? Und das ist unser Hauptjob, denen zu helfen jetzt. Zu versuchen zu helfen. Man muss mal versuchen, jemanden da rauszuholen aus diesem Loch der Ängste und isoliert hat. Wir gehen davon aus, dass diese Seelenwelt eine Energiewelt ist. Und dass die Energie sich so modelliert, dass sie sich an die Wellen ranheftet. Und Flo, meinst du, da geht es auch um Skalarwellen? Skalarwellen. Sozusagen mit dieser Welle, mit diesem Rauschen reingleitet. Der Wellenempfänger ist ein umgebautes Radio. Per UKW in die Unterwelt. Kalte Sonne. Für Daniela ist die Geisterjagd eine Form von Therapie. Die Sonne ist kalt. Kalt muss man tun. Mit Tod und Sterben umzugehen. Man leidet dann nicht mehr so mit. Man weiß, dass es denen dann besser geht, wenn sie hinübergegangen sind, wenn die Natur das so wollte. Das hilft dann schon, denen dann auch gehen zu lassen. Wollen. Man stirbt nicht mehr mit jedem mit. Heute Nacht probieren sie es mit Rosita Serrano. Okay, Alter. Ihre Stimme. Der Titel steht, Geister sind Physik durchwollen. Ja, finde ich gut. Geister sind Physik. Muss man wissen. Muss man wissen. Alter. Ach, schön. Soll die Engel zu den Geistern sein. In unserem Büro prüfen wir noch einmal die Ergebnisse der Geisterjagd. Alter, war das gerade ein Boot? Wir treffen uns mit dem... Was war das? The fuck? In unserem Büro prüfen wir noch einmal die Ergebnisse der Geisterjagd. Wild. Wir treffen uns mit dem Psychologen Professor Dr. Timur Sewinscher von der Universität Hamburg. Wir haben halt verschiedene Untersuchungen erlebt in den letzten Tagen. Und da sind ein paar Fragen für uns geblieben. Wie lässt sich das grundsätzlich erklären, wenn 3/4 aller Westeuropäer einmal in ihrem Leben mindestens paranormale Phänomene erleben, angeblich? Da müssten wir erstmal klären, was sind paranormale Phänomene? Ja, und also das ist ja keine Studie. Das ist ja einfach Hörensagen. Wir haben zusammengetragen und haben einfach Leute befragt. Hast du schon mal was Gruseliges erlebt? So was, das ist denn das? Das ist doch keine Grundlage für irgendwas. Wie lassen sich grundsätzlich diese Erfahrungen erklären? Parawissenschaften in a nutshell, Olli. Also generell heißt es erstmal nicht, wenn viele Leute an etwas glauben, dass die Sache dann auch wahr ist. Ja. Ja. Also wenn sie Jahrhunderte zurückgehen in der Geschichte, dann haben die meisten Leute geglaubt, dass die Erde flach ist. Und wir wissen heute, das ist nicht wahr. Nicht alle, leider. Sagt okay. Der! Sagt der! Hast du gesehen, eben? Stell dir vor, du arbeitest an der Universität, bist ein respektierter Wissenschaftler und dann kommen zwei Leute vom Öffentlich-Rechtlichen, sagen, wir begleiten dich schon, der Typ, hast du ja selber gemerkt, der ist ja auch schon ein bisschen intuit und die erzählen dir vielleicht, wir haben wirklich krasse Dinge erlebt und so und dann ist das, was passiert, dass sie dir einen Clip zeigen von einem Ball in einem alten Kellergewölbe, der von selbst anfängt zu rollen. Was meinst du, hat er in diesem Moment gefühlt? Ich kann dir sagen, was er sich gedacht hat. Ägypto-Lüge! Wahrscheinlich.
Hat er sich gedacht. Wahrscheinlich. Geprüft und die beiden, die da die Untersuchung machen, haben uns. Und dann, Olli, dann hat er eine Peitsche genommen. Kein anderer im Raum. Und ihm damit ins Gesicht geschlagen. In so einer Umgebung sind, und ihm in die Fresse gehauen. Eindeutig das hat er getan. Und es nicht eindeutig identifizierbar ist, was da auf sie einprasselt. Dann wird es eben stark davon beeinflusst mit unserer vorherigen Einstellung. Also wenn ich mich sehr viel mit dem Thema Übernatürliches, Übersinnliches, Geist und Spuk beschäftigt habe, dann mischt sich in dem Moment diese Voreinstellung mit dem, was wirklich passiert. Und dann kann es zu der starken Überzeugung kommen, dass das, was ich da sehe, real ist. Der Bro muss unbedingt mal seine Bronchien checken lassen und hat für einen Redner eine echt schlechte Atemtechnik. Was es aber nicht ist. Wo kommt das jetzt her? Was ist jetzt los? Hamburg, Hafen City. Dani und Frank auf dem Weg zu Harrys Hafenbazar. Die bekannte Schatzkammer ist vor Jahren in diesen Schiffsbauch umgezogen. Skurrile Mitbringsel aus der Seeschifffahrt erzählen Geschichten aus der ganzen weiten Welt. Caroline Ude kümmert sich um Harrys Nachlass. Ja, lange nicht mehr gesehen. Ja, schön, wie geht's? Ich suche Überschneidungen, wo vielleicht energetisch sehr stark irgendwas ist und werde da dann mal gucken, ob wir da irgendwelche Tests aufbauen oder so. Was ist das für ein Emblem auf seiner Jacke gewesen? Weiß das jemand? Ich habe nicht hingeguckt. Das da. Ja, was ist das? Kennt das jemand? Weiß jemand, was das ist? Ich warte kurz 5 Sekunden, vielleicht erkennt es jemand? Das kann alles sein. Das kann von irgendeiner Freimaurerloge Gryffindor. Gryffindor. Oder einfach nur der Schneider. Vielleicht hat er einen Herrenschneider mit Wappen. Möglich. IG Metallabzeichen, finde ich auch gut. Keine Ahnung. Ah, gut. Vielleicht, wenn es jemand weiß, schreibt gern. Gucken, ob wir da irgendwelche Tests aufbauen. Aber IG Metall kam jetzt ein paar Mal öfter. Warte mal. Die Exponate, gesammelt bei Naturvölkern auf allen Kontinenten. Schrumpfköpfe. Masken, echte Schrumpfköpfe starren uns an. Es gibt weitaus weniger Phänomene, als man glauben würde. Aber es ist streckenweise schon passiert, dass Figuren, die 10 Jahre am selben Platz standen und sich nie bewegt haben, auch ob, wenn hier großer Wellengang war, die standen absolut still. Und teilweise kam ich dann hier runter und die lagen dann 5 Meter weiter auf dem Boden. Und ich konnte mir nicht erklären, wie sie da aus dem Regal gefallen sind und so weit weg. Neue Putzfrau? Gefallen sind. Also da sind so streckenweise 1-2 Sachen, die kann ich mir dann nicht erklären. Können wir uns erstmal kurz darüber unterhalten, dass die alte... Also, wir sind uns schon einig bei den Augen, dass wenn die ins direkte Sonnenlicht geht, dass die anfängt zu brennen. Wahrscheinlich ist das wahr. Okay. Ich fange sie kurz ein. Sehr gut. So, ist eingefangen. Wir machen das mal. Dann nicht erklären. Ja, das ist jetzt hier. Bei mir hängt gerade das Video. Bei dir auch? Nee. Ich habe sehr viele hässliche, gruselige Figuren. Die aus dem Regal gefallen sind und so weit weg gefallen jetzt, sind. Entschuldigung, also, muss ich ja ganz kurz mal. Also so streckenweise 1-2 Sachen. Aber krasse Augen, wirklich. Sie Kontaktlinsen? Also entweder sie hat Kontaktlinsen oder einfach die krassesten Augen wir der Welt. Wir machen jetzt mal die Schweigeminute, kann beides sein. Wir das ja immer, also dass wir erstmal ruhig hier stehen. Das ist ein geiler Laden, bitte. Luft holen, einkommen, ja, ins Jetzt kommen. Da riecht's bestimmt voll geil. Machen alle wieder. Ja. Und das ist so, das ist so ein Laden, wo du reingehst und ich glaube, genau deswegen hast du auch diese Gruselassoziation. Ich habe das oft auch mit Kellern und so. Die haben ja so einen ganz bestimmten Geruch. Und die hast du sehr selten in deinem Leben. Und wenn man das dann so riecht in so einem Laden, habe ich das manchmal so, als wenn das wie so eine Schelle in dein Gesicht, weißt du? Und du hast so ein krasses Déjà-vu-Gefühl irgendwie. Ich wette, dass das da drin genauso ist. Grüßen denn anschließend. Hallo. Ich bin, dass das noch auf fast, einem Boot ist so geil. Jede Woche mehrfach hier und pass auf euch auf und mache euch das hier so schön wie möglich und bin natürlich sehr, sehr gespannt, was ihr für Geschichten auf Lager habt, die ich noch nicht gehört habe und bin sehr gespannt, was hier noch so passiert heute. Die Nacht alleine hier in dem Museum würde ich ungern verbringen wollen. Stromquellen, WLAN oder Handysignale können die Ergebnisse verfälschen. Suche nach möglichen Störfaktoren. Das ist jetzt das Kabel,
was ein kleines Magnetfeld macht. Das ist aber so gering, dass man, wenn man da länger drin steht, keinen Einfluss auf den Körper hat. Also das ist wirklich minimal. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, weil wir haben so ein EMS-Gerät, was wir ja auch schon in der Doku gesehen haben, das gleiche ist, oder EMS, EMP, ne? EMS ist da zur Muskelentspannung, glaube ich. Aber EMP ist auch keine Ahnung. Nicht richtig. Nee, das ist das Zeitschriftendings da. EMF. Genau, EMF. Was das exakt gleiche Ding ist, was sie in einer anderen Doku auch benutzt haben. Und ich habe euch ja schon mal gezeigt in der letzten Doku, wie das funktioniert. Du kannst A, den Ausschlag triggern, indem du diesen Knopf nur leicht andrückst, nicht durchdrückst. Mhm. Und ich habe das tatsächlich auch schon hier in meinem Zuhause dann benutzt und bin rumgelaufen und habe das mal ans Handy rangehalten und so. Und ihr glaubt gar nicht, alleine WLAN-Strahlung, wie das Ding da abgeht. Also auch wirklich so aus eine Meter Entfernung bei einem Handy rastet komplett aus. Und dann ist das kein Wunder. Die haben alle wahrscheinlich ihr Handy bei sich. Danke Christopheles übrigens an der Stelle. Ja, ein WMF-Gerät. Sehr gut. Schon was entdeckt? Also Messtechnik ist alles sauber. Wir hatten da hinten ein kleines Feld, aber nebensächlich. Alles gut. Nebensächlich. Die Kontaktaufnahme kann beginnen. Wie gesagt, wenn es losgeht, ne? Ja. Ich glaube, die von diesem Keller-Ding haben das einfach als fantastische Marketingmaßnahme erkannt. Der Versuch der Kontaktaufnahme läuft fast immer gleich ab. Ach, wenn irgendein Geräusch macht, einfach sagen, das war ich. Ja. Ist nachher zum Abhören einfacher. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier und möchten euch die Möglichkeit geben, über Gössi, über das Radio mit uns zu sprechen. Ist wirklich Gössi? Du hattest recht. Ist denn mit uns jemand hier? Oh, niemand hat dir an der Nase gezogen. Ich komme. Hierher. Er hat Vertigo gemacht. Gehörst du zu jemandem von uns? Das war eine Tür. Auswärtige. Ich will diese komische App, Alter. Ja, wir sind Auswärtige. Kennst du Caro? Wir machen ja diese Ghostbox-Session. Und da kommen viele Sachen, die nicht zusammenpassen. Also das ergibt irgendwie keinen Sinn. Guck jetzt, ob ich diese App nochmal finde. Die war teuer. 30 Euro gekostet. Um was ist vielleicht? Aber stell dir mal vor, die erkennen doch gar nicht irgendwie sowas, wenn dann jetzt ein Geist kommt tatsächlich und der Geist ist einfach erst seit, keine Ahnung, 2 Jahren tot, kommt da runter, sieht das und dann hörst du einfach so, voila, Digga, mach nicht den jetzt. So, das nehmen die doch gar nicht wahr. Ja. Oh Mann. Vielleicht geht oder wer das ist oder so, aber das ist alles ganz vage im Moment. Also, wir hören mal ein bisschen weiter, mal gucken, was da noch kommt. Was zum Vorschein kommt. Garstige. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es eine einzige Person war, die gesprochen hat, sondern dass halt irgendwie so Stückchen von allen Seiten kamen. Also teilweise war es halt die Maske, die irgendwie, diese Ritualmaske so ein bisschen und dann war es irgendwie irgendwas mit Krankheit oder sowas. Genau. Hier ist zum Beispiel, das hier ist eine Krankheitsmaske. Ja, interessant. Mal gucken. Weiß nur einer, wie diese App hieß? Wenn sich nicht und alles die Köln, warte ganz kurz. Also abgesehen davon, dass wir uns darüber einig sind, dass 90% von dem Zeug auf dem Schiff irgendwie Raubkunst ist. Aber ohne Scheiß. Die Masken können alle Deutsch? Ich hab's gefunden. Offensichtlich, ja. International. Können alle Deutsch? International. Ich hab die App gefunden. Ich lade sie gerade runter. Installiere sie. Oh yeah, nice. So, jetzt geht's ab, Alter. Jetzt hören wir mal Sachen. Wir hören mal rein, was die sagen. So. Hui. Da war auf jeden Fall Bird. Have
Ist das so abgeschnitten nur bei uns oder auch bei dir? Nee, nee, ist auch bei mir so. Ich kann gerne auch das White Noise mit reinmachen, was die auch haben. Ach so. Vielleicht auch das Echo. Dann ist es ein bisschen wie bei denen. Wait. Krass. Krass, da rasiert sich einer. Bin mir sicher, wenn wir das lang genug laufen lassen. Timmy. Ja. Timmy. Wenn wir das lang genug laufen lassen, dann hören wir dieselben Sounds, die die da hören. Ja. Das ist halt mit solchen Apps. Dass sie das so viel nutzen, so eine Geisterbox, das ist für mich der größte Quatsch. Also ich finde ja noch so irgendwelche elektromagnetischen Felder messen. Und dann hast du ein Gerät, was wirklich elektromagnetische Felder messen kann. Das finde ich ja irgendwo, das verstehe ich ja noch. Aber come on, das ist doch Quatsch, oder? Absolut. Erklären lässt. Bei den Versuchen, die wir als Kamerateam miterlebt haben, konnten wir keine eindeutigen Beweise für die Existenz von Geistern finden. Wir versuchen in der ganzen Arbeit, die wir machen, niemanden zu überzeugen, dass das so ist. Die Erfahrung muss jeder selber machen, weil ich bin nicht Gott. Ich weiß das eigentlich auch nicht. Hast du es gehört? Hast du gesehen, Alter? Hast du gesehen, Alter? Die haben sich aufgelöst, Olli. Die waren die Geister. Die waren einfach all the weg way. Dann. Krass. Freunde. Die waren selber die Geister. Freunde. Und das, was wir gesehen haben und gehört haben, waren die Menschen, Olli. Oh, ist ja wie das Ende von diesem einen Film. Oh, Mann. Ah. Ey, ich bin jetzt gerade, gehe ich aus der Doku raus und denke mir so, wait, es fühlt sich komisch an. Ich habe nichts Neues gelernt. Es gab keine Revelations. Ja, große Überraschung. Was? Wer hätte das gedacht? Aber irgendwie hatte ich dann doch diesen Anspruch. Naja, macht nichts, Freunde. Die Geistermobber bedanken sich für euer Interesse. Falls ihr das erste oder das zweite Geistermobber-Video nicht gesehen habt, dann schaut das gerne bei uns auf dem Kanal. Könnt ihr jederzeit machen. Deswegen sage ich nicht auf Wiedersehen, sondern bis gleich.